Glaube an Veränderung und Hoffnung auf Freiheit. Gründe, für die es sich zu kämpfen lohnt. Said wurde dieser Kampf offenbar zum Verhängnis. Wie er uns erzählt, wurde er deshalb vom iranischen Regime verfolgt und ihm blieb nur die Flucht nach Deutschland. Seine Familie musste er zurücklassen. Die einzige Möglichkeit, mit ihr in Kontakt zu bleiben, das Internet. Sie haben auch Probleme. Beispiel, meine Schwester hat immer noch ihre Arbeit verloren. Und ja, aber sie sagen mir immer, ja, geht's uns gut. Weil sie wollen, dass ich keine Sorge mache. Trost und Unterstützung fand er bei Richard Simon. Der Pfarrer der Marktgemeinde Winzer ist für Said in den vergangenen Monaten zum Ersatzvater geworden. Dann kam er am 1. Juni 2012 zu mir, hatte er angefangen zu arbeiten hier. Damals war er jeden Tag bei mir. Wir haben gemeinsam gearbeitet, gemeinsam gegessen. Und natürlich hat er dann viel erzählt. Und deshalb kann ich sagen, dass ich ihm glauben kann. Das Verwaltungsgericht Regensburg sieht das anders. Saids Geschichte von Verfolgung und Folter sei unglaubwürdig. Vermutlich nur vorgeschoben, um in Deutschland bleiben zu können. Die Angst vor einem Todesurteil aufgrund seiner Konversion zum christlichen Glauben, für den Richter Taktik. Die Fürsprache vom Pfarrer Simon konnte daran nichts ändern. Er hat ihm nicht geglaubt und mir, wie man das in der Begründung, Urteilsbegründung nachlesen kann, hat er mir schon geglaubt. Aber er wirft mir vor, dass ich ja, naiv bin. Aufgeben wollen beide nach diesem niederschmetternden Urteil nicht. Said hat Einspruch eingelegt und will, wenn nötig, durch alle Instanzen gehen. Pfarrer Simon will ihn dabei unterstützen und sogar noch einen Schritt weiter gehen. Da gibt es noch die Härtefallkommission, die man anrufen kann, die man um Hilfe bitten kann. Und da, das wäre dann die letzte Instanz, dass er dann zumindest hier in Deutschland geduldet wird. Das gesamte Asylverfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Said ist 26 Jahre alt, voller Tatendrang und frisch verliebt. Er möchte in seinem Leben mehr machen als nur warten. Es gibt immer wie ein Stoppschild. Ich will normal arbeiten, aber darf ich nicht. Ich will normal studieren, darf ich nicht. Ich kann nicht immer als Gast in der FH studieren. Ich kann nicht immer einen Euro-Job arbeiten und Fenster putzen oder Hecke schneiden. Ich will auch mein Leben bauen. Ich will weiter studieren. Mein Hobby war Informatik. Ich habe auch in Iran studiert, 2 Semester. Aber ich darf noch nicht. Ich weiß nicht, wie läuft es später, aber ich gebe nicht auf und ich kämpfe weiter.